Das Thema Haartransplantation ist bei vielen, vielen Menschen ein zunehmendes Thema. Es wird auch zunehmend gesellschaftsfähig, einfach dadurch, dass auch viele Prominente mittlerweile dazu stehen, eine Haartransplantation durchgeführt zu haben. Und insofern rückt der Wunsch und auch die Möglichkeit der Transplantation bei vielen deutlich näher, als es früher der Fall war. Es ist möglich, vorne die Haaransatzlinie zu rekonstruieren, die bei den meisten Patienten sehr weit nach hinten gerückt ist. Die kann man weiter nach vorne rücken. Das gezielte Besetzen der Geheimratsecken, wenn nur das stört. Man kann den Oberkopf verdichten, ohne jetzt die Haarlinie zu rekonstruieren oder die Geheimratsecken zu besetzen. Jeder Patient ist da absolut individuell, auch in seinen Wünschen. Man nimmt einen sogenannten Hautstreifen hinten vom Hinterkopf, der beinhaltet die Haarwurzeln. Und der Streifen wird, je nachdem wie viel Grafts, also wie viel Transplantate wir brauchen, in der Länge gewählt. Für eine große Haartransplantation brauchen wir einen 18 bis 20 cm langen Hautstreifen. Und aus diesem Haarstreifen werden dann einzelne Transplantate geschnitten unter dem Mikroskop. Und diese Haartransplantate enthalten entweder ein Haar, zwei Haare oder drei Haare. Wir benutzen die Einhaartransplantate vor allen Dingen im vorderen Bereich, sodass möglichst Einzelhaare dort später wachsen. Und im Verdichtungsbereich, das heißt im hinteren Oberkopfbereich, benutzen wir Zweier- und Dreier-Transplantate, um möglichst viel Dichte zu erzielen. Bei der Streifentechnik braucht der Patient sich keine Sorgen darum zu machen, dass man anschließend Haarverlust am Hinterkopf sieht, weil der behaarte Bereich sofort wieder zusammengefügt wird. Das heißt, schon unmittelbar nach der Operation sieht man keine Lücke an der Stelle. Keine Vollglatze kann mit einer Haartransplantation komplett besetzt werden und es sollte nur dann transplantiert werden, wenn ich den Eindruck habe und auch der Patient den Eindruck hat, dass wir damit ein Ergebnis erzielen, was ihn zufriedenstellt. Die Moser-Methode arbeitet mit Miniskalpellen von 0,9 mm Breite. Das heißt, wir sind in der Lage, durch diese Methode die Tunnel für die Einzelhaartransplantation äußerst dicht zu setzen. Nach einer Haartransplantation sehen Sie keinen Unterschied der einzelnen Haare. Sie können nicht differenzieren, ob das jetzt natürliches Kopfhaar ist oder verpflanztes Kopfhaar. Beides sind Haare vom Kopf und Sie sehen ein dichteres Ergebnis und Sie sehen ganz normales Haarwachstum.